Ja, erstmal herzlich willkommen hier im Abgeordnetenhaus und bei der Veranstaltung zum Wahlrecht. Ja, ich habe gehört, jetzt Sie aus dem Publikum haben sich ja jetzt auch schon den ganzen Vormittag mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt ja, ist quasi auch mal Gelegenheit, Erkenntnisse und Fragen, die Sie jetzt im Laufe des Vormittags gewonnen haben, nochmal mit den Abgeordneten hier auf dem Podium zu diskutieren. Ja, erstmal möchte ich noch eine Danksagung loswerden, einmal an die Stiftung Mitarbeit, die diese Veranstaltung unterstützt hat, und dann auch noch an Herrn Wieland, den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, der Schirmherr der Veranstaltung heute ist. Ja, stelle ich Ihnen mal unser Podium vor. Ich fange mal ganz links an, da ist Herr Benedikt Lux von den Grünen. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und Sprecher für Innenpolitik und Datenschutz, für Drogen- und Suchtpolitik und Vorsitzender des Verfassungsschutzausschusses, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe. Frau Cornelia Seibert, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und auch im Ausschuss für Verfassungsschutz, in dem für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten und für Verbraucherschutz und für Geschäftsordnung, da ist sie Vorsitzende. Dann sitzt neben mir Herr Michael Effler, er ist im Vorstand von Mehr Demokratie. Das ist ein Verein, der sich ja, für mehr Demokratie in verschiedenen Bereichen einsetzt. Also einmal geht es bei uns auch viel um Wahlrecht und auch um Volksentscheide. Also ein wesentliches Ziel des Vereins ist es, bundesweite Volksentscheide sozusagen zu bekommen in Deutschland. Ja, und ich bin auch bei mehr Demokratie. Ich bin da in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Mein Name ist Neven Wagner. Und ich moderiere heute die Veranstaltung hier, wie Sie wahrscheinlich schon gemerkt haben. Dann rechts von mir sitzt Frau Chiborra, sie ist bei der SPD und da frauenpolitische Sprecherin der Fraktion und außerdem in den Ausschüssen für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen, für Wissenschaft und Wirtschaft, Forschung und Technologie. Dann begrüße ich Herrn Reinhardt von den Piraten. Der ist Mitglied im Integrationsausschuss und im Hauptausschuss. Und dann Herr Tasch von der Linken konnte leider nicht teilnehmen, weil er kurzfristig erkrankt ist. Deswegen ist jetzt hier der Referent der Linksfraktion für Innen- und Rechtspolitik, Herr Schrader. Also er ist sehr kurzfristig eingesprungen. Deswegen nochmal vielen Dank extra dafür, dass er da sitzt. Ja, also im Prinzip sozusagen Thema dieses Podiums, wie eben auch Thema dieser Veranstaltung, ist eigentlich die grundsätzliche Frage, wer eigentlich in der Politik was, warum und wie entscheiden darf. Und speziell soll es uns halt eben heute um die Berliner Verhältnisse gehen, also wie ist eigentlich in Berlin, also wie ist da das Wahlrecht im Moment gestaltet und eben was sagen halt die unterschiedlichen Abgeordnetenhausfraktionen dazu, ob sie das ändern wollen oder nicht, wo sie Reformbedarf sehen und wo nicht. Und da können sie dann halt auch aus dem Publikum natürlich Fragen stellen, Anmerkungen machen. Und ja, das möchte ich Sie schon mal herzlich einladen. Ja, zum Einstieg würde ich jetzt Herrn Effler bitten, kurz zu beschreiben, was ist eigentlich gerade die Situation in Berlin halt in Bezug auf eine Senkung des Wahlalters. Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen von mir. Freue mich, dass so viele Menschen hier erschienen sind und auch schon heute Vormittag über Fragen der Demokratieentwicklung gesprochen haben. Da ich nur zwei Minuten habe, schieße ich auch sofort los. Es geht um das Thema Wahlalter 16. Ihr habt vielleicht schon erfahren, dass in Berlin wir dann eine geteilte Situation haben, auf Bezirksebene, bei den Wahlen zu den BVV, also zu den Bezirksversammlungen dürfen, seit der vorletzten, dieser der letzten Wahl, auf 16- und 17-Jährige wählen. Es gab im Jahr 2006 dazu eine Verfassungsänderung. Auf der Landesebene, also bei, den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, ist es nicht so. Da muss man also wie auch bei den Bundestagswahlen warten, bis man 18 Jahre alt geworden ist. Das ist auch in Deutschland so ungefähr geregelt. Wir haben da so nur in zwei Bundesländern mittlerweile das Wahlalter 16 auf Landesebene. Bremen und in Brandenburg und wir in Berlin haben es noch nicht. Mehr Demokratie hat eine ganz klare Position, wir sind für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Hier in Berlin haben dafür auch ein Netzwerk Wahlalter 16 gegründet, haben versucht, das durchzusetzen. Das hat bisher nicht funktioniert. Ich will nur ganz kurz
zwei, drei Argumente bringen, warum wir glauben, dass das richtig und wichtig ist, dass das Wahlalter nicht bei 18 Jahren bleibt. Zunächst einmal, das Wahlrecht ist eigentlich das zentrale Recht in einer Demokratie. Es ist wirklich, wenn man so will, das Königsrecht. Und man muss begründen, warum man jemanden dieses Recht nicht einräumt. Wir sagen immer, diejenigen, die dagegen sind, müssen erstmal belegen, warum sie eigentlich bestimmten Bevölkerungsgruppen dieses zentrale Recht nicht gewähren wollen. Also ich würde ganz einfach die Beweislast bei diesem Thema umkehren wollen. So ähnlich hat es auch zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Wahlrecht eben möglichst allgemein zu sein hat. Ich finde, die besseren Argumente sprechen für eine Wahlalterssenkung. Zum einen ist die Reifeentwicklung der Jugendlichen. Mit Reife meine ich nicht unbedingt nur sexuelle Reife, sondern allgemein Reife, auch geistige Reife, kognitive Fähigkeit, das heißt die Fähigkeit, politische Zusammenhänge zu schauen, zu diskutieren, auch zu bewerten, auch unabhängig von anderen, hat sich immer weiter zurückverlagert. Ja? Jugendforscher sagen zum Beispiel, dass man mit 12 oder 13 Jahren heute schon in der Lage ist, sich vom Elternhaus zu lösen. Jetzt nicht, dass man dann schon auszieht, aber dass man dann eigene Meinungen schon von den Eltern unabhängig entwickeln kann. Also was auch immer gesagt wird, man wird zu leicht manipuliert, das stimmt so unbedingt nicht. Dann ist es so, dass es jetzt schon viele, viele Rechte gibt, die Jugendliche haben, die schon vor dem 18. Lebensjahr ansetzen. Das ist zum Beispiel die Religionsmündigkeit. Die Strafmündigkeit, man kann vor 18 Jahren heiraten, man ist beschränkt geschäftsfähig und so weiter und so fort. Das ist Fiktion, dass alles mit 18 beginnt, die stimmt überhaupt nicht. Es gibt schon diverse Rechte, die vorher ansetzen. Und der letzte Punkt, den ich noch unterbringen möchte, das ist vielleicht auch für euch ganz interessant. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man in der Schule Politikunterricht hat, dass es nicht einfach nur eine theoretische Angelegenheit sein sollte, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, diesen Unterricht quasi in der Praxis anzuwenden. Und das Problem ist heutzutage, dass ja die meisten Schülerinnen und Schüler das erste Mal wählen, wenn sie aus der Schule raus sind, wenn der Politikunterricht vorbei ist. Ich finde es aber viel besser, wenn das noch während der Schulzeit stattfindet, dann kann man das viel besser auch im Unterricht aufbereiten, man kann die Wahlprogramme durchsprechen, das Wahlrecht sich durchnehmen und kann es dann wirklich in die Tat umsetzen. Das macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn. Also wir sind eindeutig dafür und kämpfen auch dafür. Soweit. Sie auch, also Ihre Partei tritt ein für das Wahlalter ab 16, nur ist die SPD auch schon sehr lange an der Regierung beteiligt gewesen. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kommt das, dass es immer noch kein Wahlalter 16 gibt? Ja, ganz formal kommt es daher, dass man für eine solche Änderung des Wahlrechts keine einfache Mehrheit braucht im Parlament, also die Mehrheit, die man so als in der Regierungsverantwortung hat, sondern eine Zweidrittelmehrheit und dass die so nicht gegeben war. Das ist zumindest das, was ich aus der letzten Legislaturperiode, in der ich den Parlament nicht angehört habe, so gesagt bekommen habe, dass es eben dafür nicht gereicht hat. Und das ist dann einfach das Problem. Dankeschön. Möchte ich weitermachen mit Frau Seibelt und Sie fragen, was sind denn Ihre Argumente jetzt gegen das Wahlalter mit 16? Ich habe gar nichts gegen das Wahlalter ab 16, können wir meinetwegen sofort einführen, dann setzen wir die Volljährigkeit auch runter und dann endet das jüdische Wahlrecht auch bei 16. Ich kann es alles nachvollziehen, dass die Jugendlichen heute viel reifer sind und viel weiter sind in ihrer Entwicklung. Finde ich alles total okay. Habe ich auch kein Problem, wenn man mit 16 wählt, aber dann gilt eben alles andere auch mit 16. Weil ja das Zivilrecht und das Strafrecht Jugendliche gerade davor schützen will, dass sie vielleicht die Folgen ihres Handelns noch nicht überschauen. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass der Fahrradraumvertrag weniger verantwortungsvoll, mehr verantwortungsvoll ist als eine Wahlentscheidung, dann finde ich, das ist eine falsche Wertung. Insofern sage ich, alles ab 16 wunderbar, können wir nicht kommen. Dankeschön. Herr Lutz, möchte ich darauf antworten? Warum nicht eigentlich? Also, ich bin fürs Wahlalter 16, das ist längst überfällig. Und das Jugendstrafrecht geht ja bis 18, aber auch wenn man noch unter 21 ist, kann man ja auch als Jugendlicher verurteilt werden. Strafbar, strafmündig ist man ja schon ab 14. Alles darunter ist die Grenze, wo man geschützt wird vom Strafrecht. Religionsmündig ist man auch mit 14, darf man selber entscheiden, welcher Religion man angehört. Finde ich, ist durchaus eine ethisch schwerwiegende Entscheidung, die man auch nicht nur alle 5 Jahre macht und wo man sich mal um
und gucke, was gibt es denn da so auf dem Markt und wofür bin ich denn jetzt, sondern eine Religionszugehörigkeit selbst zu entscheiden, ist wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger. Mein zentrales Argument für die Senkung des Wahlalters ist aber, dass junge Menschen vor allen Dingen die Entscheidungen zu ertragen haben, die meistens viel, viel ältere Menschen fällen. Wenn jetzt so Sachen wie Milliardenhilfen für Griechenland beschlossen werden, dann können Sie sicher sein, dass die wenigsten von denen, die das entscheiden, das auch selber abzahlen müssen. Wenn irgendwelche Rentenentscheidungen getroffen werden oder wie viel Schulden wir machen oder vor allen Dingen auch, ich bin ein Grüner, im Bereich Umwelt und Atomkraft und welche Energiepolitik und wie gehen wir eigentlich mit unserem Planeten um, dann ist es mir an sich sehr, sehr wichtig, dass die Interessen der zukünftigen Generation, der jungen Leute gewahrt werden und zwar völlig gewahrt werden, ohne Wenn und Aber. Das ist momentan nicht der Fall. Da müsste man jetzt eigentlich sagen, naja, dann lass doch mal die ganzen ungeborenen Menschen alle wählen. So weit wird es nicht gehen. Man muss irgendwo eine Grenze haben, leider. Aber ich denke, dass man, wurde ja vorher schon gesagt, dass junge Leute viel mehr Verantwortung übernehmen als noch früher. Und dass zum Beispiel auch als Leute, die konsumieren, die Geld haben und so weiter, ja auch ständig gefragt sind. Also warum sollen sie nicht auch von der Politik, von uns hier, gefragt werden, was ihre Wahlentscheidung ist. Ich finde, das trägt dazu bei, dass politische Entscheidungen insgesamt besser rückgekoppelt sind mit den Leuten, die, also uns allen, die hier leben und die lernen und arbeiten. Jetzt würde ich noch keinen Schrader fragen wollen. Ja, wie sehen Ihre Argumente für das Wahlalter 16 aus? Ja, eigentlich ist hier so gut wie alles schon gesagt worden von Michael Eppner und von Wilhelm Klux. Also dem habe ich eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Die Linke hat diese Forderungen seit vielen Jahren im Programm. Es gibt auch einige bei uns, die sagen, man müsste es noch weiter runtersenken als 16. Die Diskussion ist noch offen. Ja? Also ich finde, es gibt sogar Gründe, die dafür sprechen, das sogar noch weiter herabzusetzen. Ja? Wenn man halt von dem Anfangsgedanken ausgeht, den Michael auch am Anfang dargestellt hat, dass man halt einfach sagt, man muss erstmal begründen, ob man den Leuten das Wahlrecht wegnimmt. Ja? Also man kann nicht einfach nur sagen, man setzt jetzt hier eine Grenze und schließt halt Leute aus. Die Grenze ist immer irgendwie willkürlich, man muss Gründe finden, warum man Leuten das Wahlrecht vorenthält. Und da sehe ich mich erstmal auch nicht unter Rechtfertigungsdruck zu sagen, ich muss begründen, warum es jetzt abgesenkt werden soll. Ja, genauso ist es mit dem Mitspracherecht bei Entscheidungen, die Jugendlichen betreffen. Wir haben in der letzten Legislatur ja eine große Schulreform gemacht. Unter Brot in Berlin, wird ja sicher jeder von euch mitbekommen haben, ob im Guten oder im Schlechten. Natürlich wäre es natürlich schön gewesen, wenn diejenigen, zumindest ein Teil von denen, die es betrifft, da irgendwie mitsprechen können und auch ihren Willen bei Wahlen ausdrücken können. So, also das sind viele Gründe, die dafür sprechen, es zu senken. 16 ist erstmal ein Schritt, danach kann man auch noch weiter diskutieren, aber ist natürlich jetzt angesichts der Mehrheitsverhältnisse auch irgendwie klar, dass man jetzt nicht unbedingt schnell Mehrheiten findet, das weiter abzudenken. Es ist schon schwierig genug mit den 16 Jahren. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen zu dem, warum es nicht geklappt hat beim unter Rot-Rot. Wir hatten da eine Mehrheit. In der Schule hier, halt in den halt. Gut. Ja, und ich sage, die Linke war dafür, wir hatten da eine Riesendiskussion im Parlament, es gab Streit mit einigen wenigen in der SPD, das waren welche, die zum Teil jetzt auch nicht mehr im Parlament sind. Die Mehrheit der SPD-Fraktion erkenne ich an, ist dafür, war dafür, aber dann hat es halt am Ende nicht gereicht und man braucht dann halt zwei Drittel. Und das ist natürlich sehr schade, wenn die große Mehrheit das will und es klappt nicht. Ne? Aber ich denke, in den nächsten Jahren wird es irgendwann passieren. Also, lange wird es nicht mehr halten als in 18 Jahren. Das ist meine Prognose. Herr Reinhardt, was denken Sie, was in dieser Legislaturperiode passieren wird in Bezug aufs Wahlalter? Naja, also die Fragen waren nicht in der letzten
geklappt hat, haben wir jetzt schon mal Antworten bekommen. Die Frage, warum es in Lisa nicht geklappt hat, kann man einfach eben sagen, dass die offizielle Position der SPD ja, dass sie eben an ihrem eigenen Koalitionspartner scheitert, der es eben verhindert. Sie würde ja, aber sie kann nicht. Und das sehe ich auch bedingt ein. Sicherlich gibt es, ja, auch ich verstehe, dass es Situationen gibt, wo man erstmal Kompromisse aushandeln muss. Ich finde es aber trotzdem schade, weil ich das Gefühl habe, dass zumindest die SPD ein sehr grundsätzliches Thema, eben sowas wie das Wahlrecht, sowohl das kommunale Ausländerwahlrecht als auch eben das Senken des Wahlalters, hier in den Koalitionsverhandlungen auch verschachert hat für andere Punkte, wo sie dann eben Zusagen von den Koalitionsverhandlungen bekommen haben. Und ich verstehe das, aber es wirkt auf mich dann eben so, dass sie einfach Prioritäten bei anderen Punkten gesetzt haben und das finde ich natürlich schade. Als Piratenpartei sagen wir eben, dass das Wahlrecht und auch andere Grundrechte eben sehr elementar sind und ich kann mir schwer vorstellen, dass wir so wichtige Forderungen innerhalb von Koalitionsverhandlungen wegverhandeln würden. Man darf natürlich nie sagen, aber ich hoffe doch sehr, dass wir in dem eine ähnliche Situation kommen und uns das dann auch zu Herzen nehmen und das dann durchsetzen würden. Ich glaube auch so ein bisschen, dass einfach so ein bisschen der Punkt ist, dass gerade für die Menschen, die also sich für eine Wahlaltersenkung einzusetzen, heißt das, man setzt sich für Menschen ein, die gerade nicht wählen können. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ja, paradox für manche Parteien, weil die Frage natürlich immer ist, wie lohnend ist denn das, sich für Menschen einzusetzen, die gerade nicht wählen können? Und wenn man die dann verfällt, kann man halt auch einen Menschen verfällt, die nicht wählen können. Also das ist natürlich auch so ein Punkt, da ist dann vielleicht die Motivation auch eher halbherzig. Also ich vermute mal, dass wir es in dieser Legislaturperiode nur hinkriegen, wenn die SPD uns die Koalition nicht hält. Momentan gibt es ja einen Konflikt, aber wie das dann konkret aussieht, kann ich auch nicht mehr sagen. Ja, danke. An das Podium. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt oder Anmerkungen zu dem, was Sie gerade gehört haben. Und dann möchte Frau Schmorra jetzt gerne noch Antwort geben, dann machst du das erstmal. Ja, da ich ja mehrfach angesprochen wurde. Also zunächst mal, der Kompromiss ist ein ganz wesentliches Element der Demokratie. Da wir nicht alle mit der gleichen Meinung geboren werden und sie von vornherein haben und es auch einfach gegensätzliche Interessen gibt, ist der Kompromiss das, worum wir tagtäglich eigentlich ringen in unseren demokratischen Prozessen. Und das ist eben auch beim Koalitionsvertrag der Fall. Und da stellen eben die Partner, die miteinander arbeiten wollen, auch irgendwelche rote Ampeln auf und sagen, das geht mit uns gar nicht, das ist No-Go und darüber wollen wir auch nicht verhandeln. Und dieses Recht haben beide Seiten und das muss man dann respektieren, dann hat man so einen Vertrag geschlossen und dann hält man sich daran, weil man sich sonst überhaupt nicht zusammenarbeiten kann und weil man sonst keine Mehrheiten für irgendeine Politik zusammenbekommt in der Gesellschaft. Und das erstmal dazu. Ich fand das Beispiel bei der Schulreform gar nicht besonders gut, denn es gibt ja auch unterhalb der Wahlen alle paar Jahre eine Menge Formen von Demokratie. Da haben wir gerade in der Schule so etwas wie Schülervertretungswahlen, da haben wir Bezirksschulwahlräte, Bezirksschülervertretung, Landesschülervertretung und Wahlräte und so weiter und so fort. Und im Übrigen darf man mit 14 Jahren in Parteien eintreten und kann dort die Beschlusslage der Parteien, die dann sich anschließend in Regierungspolitik umsetzen, sofern die Partei daran beteiligt ist, aber auch die Opposition beeinflusst ja durchaus die Willensbildung. Dort kann man an der Bildungsbildung in den Parteien mitarbeiten und auch dann eben so etwas wie eine Schulreform mitgestalten. Ich fand nicht gut die Verknüpfung von Schuldfähigkeit und Strafverfolgung mit dem Wahlalter, denn auch bei denen, die über 18 sind, gibt es ja Menschen, die wir nicht mehr für schuldfähig halten und deswegen auch nicht der Strafverfolgung mehr aussetzen, Menschen, die psychisch erkrankt sind oder Demenz erkrankt und so weiter. Trotzdem behalten diese Menschen ihr Wahlrecht und das ist auch absolut gut so, weil wir nämlich keine Prüfung dann mehr vornehmen, ob jemand jetzt eigentlich noch irgendetwas durchschaut oder nicht.
Und das würde ich sagen, müsste man natürlich Jugendliche eben auch sagen, wählen ja, auch wenn man in anderen Bereichen vielleicht da noch etwas mehr Spielräume einräumt. Danke, ich wollte jetzt kurz nochmal ins Publikum fragen. Ich habe noch eine Frage an Frau Seibelt. Sie knüpfen ja quasi das Wahlalter inhaltlich an die Strafmündigkeit. Das kann man machen oder auch nicht machen, aber das bedeutet ja dann, dass Sie aber, ich sag mal, inhaltlich die Wahlaltersenkung für richtig halten. Das haben Sie ja damit gerade gesagt, dass man das gerne machen kann. Da würde ich gerne mal hören, wie Sie zum Wahlalter sprechen, jetzt unabhängig von der Volljährigkeit, beispielsweise bei der Straftätigkeit. Ich finde, man kann es nicht von der Volljährigkeit die CDU ist der Auffassung, dass die Volljährigkeit, und zwar ziemlich für beide Bereiche unseres gemeinsamen gesellschaftlichen Lebens, Pflichten und Rechten regelt und auch regelt, für wie verantwortungsvoll hat jemand. Und inwieweit ist jemand in der Lage, die Folgen seines Handelns einzuschätzen. Und wenn die Gesellschaft insgesamt zu dem Konsens kommt und sagt, ab 16 ist man so verantwortungsvoll, dass man die wesentlichste Staatsbürgerpflicht oder Recht, wie immer man es nimmt, ausüben kann, dann verstehe ich nicht, was dagegen spricht, die Volljährigkeit runterzusetzen. Weil dann ist es total konsequent zu sagen, ich kann auch mir ein Auto kaufen, Fahrrad kaufen, was auch immer, mir Fernseher kaufen, Arbeitsverträge selber abschließen, meinen Ausbildungsvertrag selber abschließen. Und dann weiß ich aber, wenn ich sowas Wesentliches kann, auch, dass es verboten ist, im Laden was mitzunehmen, um jetzt ein blödes Beispiel zu sagen. Natürlich weiß ich, dass es auch heute so ist, dass von 18 bis 21 ist die Möglichkeit gibt, jemanden noch ohne das Jugendstrafrecht fallen zu lassen, da habe ich auch gar nichts gegen, das dann von 16 bis 19 zu machen beispielsweise. Da habe ich überhaupt kein Problem, das stufenweise mit nach unten abzusetzen. Aber warum man zur Folge, zur Frage Einsichtsfähigkeit und Wahlalter eine andere Position, einen anderen Reifegrad von Jugendlichen und jungen Erwachsenen annimmt, als in allen anderen Bereichen des Lebens. Das müssen Sie mir erklären, das verstehe ich nicht. So, wenn man der Meinung ist, alles ist ab 16 wunderbar, finde ich das total in Ordnung. Aber eine Trennung, eine Abkopplung des Wahlalters von der Volljährigkeit halte ich für falsch. Würde mich nur interessieren, haben Sie im Wahlprogramm stehen, dass Sie das Wahlalter auf der Bezirksebene wieder auf 18 anheben wollen? Das wäre ja sonst ganz kategorisch und konsequent. Wusste ich das nicht. Sie sagen jetzt noch was dazu, glaubst du, macht aber keinen Sinn, wenn wir uns miteinander unterhalten. Nein, natürlich nicht, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich überhaupt kein Fan davon bin, dass man, wenn man selber regiert, Sachen wieder rückgängig macht, die Vorgängerregierung eingeführt hat. Da kommen wir ja nie weiter, wenn man nichts anderes macht, als alles wieder aufzugeben, was in den letzten 4 oder 5 Jahren eine andere Regierung eingeführt hat. Selbst wenn man das eine oder andere davon nicht okay findet, halte ich das trotzdem für staatsrechtlich und politisch für total okay. Deswegen werden wir das natürlich nicht wieder aufgeben. Ich verstehe die Argumente zum Teil, die Sie vorbringen, schon, was das Strafrecht angeht. Andererseits kann ich es überhaupt nicht verstehen, weil im Strafrecht ist es oft auch so, bei Jugendlichen, sie verstehen manchmal die Gesetze auch nicht sonderlich. Also ich habe zum Beispiel auch einige Jugendsünden hinter mir, bin ungeschoren davon gekommen, weil ich eben noch jung war. Es ist halt so, bei dem Wahlrecht geht es den meisten Jugendlichen darum, die Regierung mitzubestimmen, die ihr Leben bestimmt. Ich meine, wir leben alle in diesem Land und wollen auch ein Teil dieses Landes sein, das heißt, und auch Teil dieses Systems sein. Wir wollen halt mitbestimmen, was uns bestimmt. Und dass man die Fehler einer vorigen Regierung wieder gut macht, finde ich keineswegs falsch, sondern eigentlich eher richtig. Ich meine, es gibt durchaus Dinge, die eine Vorgängerregierung sehr falsch machen kann. Und dass man die wieder aufhebt, finde ich sogar lobenswert eigentlich. Ich bin zwar aufgeregt, aber ich versuche mal, die Sachen so gut wie möglich rüberzubringen. Ich bin strikt dagegen, dass uns diese 2 Jahre Entwicklungszeit weggenommen wird, weil, also ich komme von der Römerüberschule und diese Schule wird halt öfters besucht von politisch aktiveren Leuten und die halten dann so einen Vortrag und wir hören dann zu. Und bei so einem ersten Vortrag war ich dann jetzt nicht beeindruckt, weil ich sowas gar nicht gekannt habe, so eine Redegewandtheit, so ein Wortschatz, das ich gar nicht gekannt habe. Und ich glaube, also dann war mein zweiter Vortrag, und beim ersten Mal war das eine Dame von der CDU, glaube ich, und beim zweiten Mal irgendwie von den Grünen oder von der SPD. Ich habe mich beim ersten Vortrag von der Frau von der CDU beeindrucken lassen, dachte mir, boah, die kann ja reden, und die hat ja starke Argumente. Und als dann aber beim zweiten Vortrag dabei war und der Frau
Frau von den Grünen oder von Sonntagspark zugehört habe, habe ich mich von der beeindrucken lassen. Und dann habe ich halt später selber gemerkt, dass ich gar nicht reif genug bin oder sagen wir mal, okay, jetzt 18 ist jetzt nicht das optimale Alter, wo man sagt, okay, jetzt bin ich so reif, dass ich jetzt wählen kann oder sonst irgendwas. Aber ich bin nicht dagegen, dass uns diese 2 Jahre weggenommen werden, in denen wir entscheiden sollen, also in welche Richtung wir gehen wollen und dass wir noch unser Wortschatz erweitern und diese Sachen ausdrücken, wie wir sagen, also ich bin nicht dagegen, ich verstehe auch nicht. Das mit dem Königsrecht finde ich jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, ich verstehe das irgendwie nicht, weil man kann seine politische Meinung auch anders vertreten, als wenn ich mit 16 wählen zu gehen. Ich finde es auch schlimm, dass ich, wenn Kinder oder Schüler ab 16 wählen dürfen, dass sich dann alle Parteien auf sie auf einmal stürzen und wir uns dann vielleicht, also ich bin ja zu lange nicht mehr 16, aber dass sie sich dann vielleicht bedrängt fühlen und gar nicht wissen, wie sie das machen können, also ich bin Königsrecht, das so. Gibt es noch jemanden aus dem Publikum, vielleicht auch Frauen aus dem Publikum, die was sagen wollen? Ihr seid auch herzlich eingeladen, mit zu diskutieren. Ja. Ich habe keine Frage, ich würde gerne was zu Frau Storer sagen. Sie haben gesagt, das Beispiel mit der Schulreform war ein schlechtes Beispiel. Dann würde ich auch Ihnen sagen, dass das Beispiel mit der Schuldemokratie auch nicht so ganz ein richtiges Beispiel war. Zum Beispiel, wenn Sie mal in Berliner Schulen gehen, wenn Sie feststellen, dass es weniger, auch weniger Kandidaten zur Ämter gibt, also da sagen die Jugendlichen ja, die Demokratie, würde ich sagen, ist kein gutes Beispiel. Also wenn wir uns überhaupt Leute motivieren, vor Ort überhaupt Kandidaten zu werden, dann hat man eigentlich keine wirkliche Wahl. Und Sie haben gesagt, dass ein Konsens in der Demokratie wichtig ist. Sie haben mit den Grünen verhandelt. Bitte? Kompromiss. Ein Kompromiss, ja. Kommt doch selber raus. Wenn man einen Konsens hat, dann kann man das selber abstimmen. Gut, ein Kompromiss. Wir haben es mit den Grünen nicht finden können, weil sie sich mit der über die 100 gestritten haben. Mit der CDU haben sie gefunden, obwohl die das Wahlalter nicht senken wollen. Jetzt würde ich fragen, ob eine Autobahn denn wichtiger ist als die Jugendwahlrechte. Ich würde jetzt, damit wir gleich auch noch zum Ausländerinnenwahlrecht kommen können, jetzt sagen, dass jetzt noch, wenn auf dem Podium Bedarf besteht, noch kurz zu reagieren, dass sie das machen, halt irgendwie in wenigen Worten und dass wir dann quasi nochmal das zweite Thema dieser Stunde angehen. Ich muss ganz kurz über alles eingehen. Also ich finde nicht, dass jemandem was weggenommen wird, wenn man einem das Recht gibt, 2 Jahre früher zu wählen. Ganz im Gegenteil, einem wird mehr Rechte eingeräumt. Ob man dies nun wahrnimmt oder dies ist ganz andere Frage. Wenn man sich selber nicht reif fühlt, dann gibt man ihn nicht zur Wahl. Wir haben ja keine Wahlpflicht, dann wird das schon ergeben. Das ist ein Wahlrecht. Warum soll man das nicht früher bekommen? Außerdem, es wird häufig gesagt, die Beteiligung ist so niedrig bei Jugendlichen, Wahlbeteiligung. Ich auch finde auch, das ist kein Argument, weil die Einordnung eines Rechtes ist trotzdem sinnvoll, auch wenn sie nicht wahrgenommen wird. Wenn man zum Beispiel das mal übertragen auf das Demonstrationsrecht, so eine verschwindend kleine Minderheit der Bürger gehen demonstrieren in ihrem Leben. Die meisten gehen nie demonstrieren, meine Eltern zum Beispiel, gehen nie demonstrieren. Aber trotzdem haben die genauso das Demonstrationsrecht wie andere auch. Also ich sehe nicht, warum man da irgendwas weggenommen bekommt. Und vielleicht sollten wir darüber reden, weil wir wollen natürlich auch gerne innerhalb der Schülerinnen und Schülerschaft da möglichst viel Unterstützung bekommen für das Thema. Also ich war nicht dabei bei den Koalitionsverhandlungen. Es ist offensichtlich mit der CDU einfach besser verhandelt worden gegenseitig, sodass man zum Ergebnis kam. Mit den Grünen ist es nicht gelungen. Da saßen offensichtlich irgendwann 2 Parteien und sind keinen Schritt mehr weitergekommen und haben gesagt, okay, jetzt ist Schluss. So, das ist einfach so gelaufen. Das heißt für mich nicht, dass Autobahnen wichtiger sind als das Wahlrecht. Also zu der Autobahn habe ich auch meine eigene Meinung. Aber das war eben so und dann ging es nicht mehr weiter. Manchmal kommt man an so einen Punkt. Dass die Schülervertreter, dass die Möglichkeit, Schülervertreter zu wählen und sich dort einzeln schon was zu machen, so schlecht genutzt wird, ja, das kann ich nun gar nicht verstehen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, das zu üben, auch für sich selber unheimlich viel daraus zu ziehen. Also man lernt nirgends so viel, wie wenn man anfängt, als Schüler Politik zu machen, sich einzumischen und so weiter. Egal, ob man später Politiker wird oder ob man sich im Betriebsrat engagiert oder einfach nur versucht, eigene Meinungen zu vertreten, sich irgendwo durchzusetzen. Auch das ist eben Recht, das man hat. Da gibt es Beteiligungsmöglichkeiten, wenn die nicht genutzt werden, finde ich das äußerst bedauerlich. Danke.
Ganz, ganz kurz? Ganz kurz. Dazu würde ich als Lehrer schon ganz gerne noch mal ganz kurz was sagen, weil auch wenn Sie letzte Legislaturperiode noch nicht da waren, aber der Kollege von der Linken hat ja auch gesagt, Sie sind sozusagen für die Schulreform, stehen Sie ja auch. Und ich kann als Lehrer nur sagen, dass meinen Schülern durch die Schulreform, durch die mehr oder weniger, also ich bin nur sagen, kein Gegner von G8, aber durch die Führung des G8, wie es gemacht worden ist, Lebenszeit genommen wird. Lebenszeit, die sie zu Hause sitzen, wo sie einfach mehr arbeiten müssen, als ich zum Beispiel in meiner Schulzeit. Ich hatte die Zeit, in meiner Freizeit mich zum Beispiel auch politisch zu engagieren in meiner Schulzeit. Meine Schüler haben das teilweise gar nicht mehr. Ja, oder es ist halt nur eine sehr, sehr kleine, elitäre Gruppe, die halt in der Lage ist, das sozusagen auch noch miteinander zu vereinbaren. Und das ist eine Entscheidung, die die Politik getroffen hat. Ja, also das ist der Kampf, den ich auch als Vater übrigens mit zwei kleinen Mädchen jeden Tag, meine Töchter machen in der Grundschule teilweise über eine Stunde Hausaufgaben. Jeden Tag. Wer von Ihnen da vorne hat in der Grundschule über eine Stunde Hausaufgaben gemacht? Das ist eine Folge der G8, und zwar der dritten Klasse. Ja, das passiert als Folge der Politik. Und dann kann man sich nicht gleichzeitig darüber aufregen, dass die Schüler sich nicht politisch engagieren. Sie haben effektiv weniger Zeit als wir früher. Also ich würde dem Ganzen jetzt ehrlich gesagt zustimmen, weil es einfach so ist, ich meine, wir haben Tage, wo wir fünf oder so nach Hause kommen und man hat einfach die Zeit nicht, dass man sich da wirklich noch für eben ein Schülerparlament oder sowas so stark engagiert, dass man sich da auch wirklich richtig rein empfinden kann, weil man einfach auch noch in gewisser Weise immerhin ein paar Stunden am Tag oder vielleicht eine Stunde oder so Freizeit haben will, wo man einfach auch mal nichts macht. Und danke. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, also der wird euch richtig auch noch weiter begleiten, weil in der Arbeitswelt kann man das auch beobachten, dass man mal weniger Zeit hat für solche Dinge. Ich danke für diesen ersten Abschnitt.